Herzlich willkommen zum neuen Kommentarvideo. Christoph, worum geht's denn heute? Heute geht's um schwarze Löcher. Also um unser Video zu schwarzen Löchern. Gut. Der Charlie Ranger fragt, am Ereignishorizont bleibt die Zeit für einen äußeren Beobachter stehen. Innerhalb wird es dann noch komplizierter. Bei diesem Innerhalb wird es für mich besonders interessant. Würde es begrüßen, so wie eure Zeit zuließe, wenn ihr noch ein schwarzes Loch 2.0 berechnet. Gut, schwarzes Loch 2.0 kommt ganz bestimmt. Aber, nur um, übrigens, hallo Charlie, immer vielen Dank für deine ganz tollen Kommentare, muss ich an der Stelle mal sagen, ist einer, der immer ganz toll kommentiert und so viel kommentiert und deswegen, wir sind deine Fans, ich zumindest. Ja, natürlich. Ja. Zum Inneren von schwarzen Löchern, es wird unfassbar komplex. Wir brauchen dort Penrose-Diagramme und müssen ein gutes Verständnis der allgemeinen Relativitätstheorie mitbringen, um uns wirklich ins Innere von schwarzen Löchern vorzuwagen. Und wir werden jetzt eine Serie starten zu Einstein, erst zur speziellen, die ist einfacher, zur speziellen Relativitätstheorie, dann zur allgemeinen Relativitätstheorie. Und wenn wir das Gefühl haben, das kam gut an, es hat euch gefallen, dann trauen wir uns mal an die Penrose-Diagramme ran und das Innere von schwarzen Löchern. Ah ja. Bangbots fragt, die Lichtgeschwindigkeit ist nicht gleich Lichtgeschwindigkeit. Die Geschwindigkeit des Lichts kann je nach Medium variieren. Aber im Vakuum ist sie 300.000 Kilometer pro Sekunde. Und richtig, das ist vollkommen korrekt. Da gab es dann so eine kurze Diskussion hinterher. Wir haben es einfach in dem Moment gar nicht aufgeführt, weil wir versuchen, uns immer so ein bisschen am Inhalt des Videos zu orientieren. Schwarze Löcher existieren im Raum. Im Raum haben wir das Vakuum. Dort ist die Lichtgeschwindigkeit 300.000 Kilometer pro Sekunde. Das ist tatsächlich anders, sobald das Licht durch ein Medium durch muss, wie zum Beispiel, nehmen wir mal ein Wasser oder Glas. Dort interagiert es mit den Atomen, ganz vereinfacht ausgedrückt. Und deswegen haben wir dort andere Geschwindigkeiten. Bangbots hat hier an dieser Stelle recht. Wir haben es nicht dazu geschrieben. Das ist für uns überhaupt so eine Frage, wie viel Informationen geben wir. Denn man muss in diesen kurzen Videos immer unfassbar vereinfachen. Wir sehen, dass an vieler Stelle noch viel mehr vereinfacht wird, aber wir können natürlich versuchen, das alles immer noch extra und zusätzlich einzublenden. Hier wäre es ein leichtes gewesen. Ich hatte es überlegt bei der Produktion und habe dann gesagt, ach komm, nee, jetzt stell da die Zahl hin. Wenn wir über die Relativitätstheorie reden, in wenigen Tagen, Wochen, dann werden wir auf jeden Fall nochmal ganz deutlich machen, das gilt für das Vakuum. Gut. So, Atzefatze fragt, ich bezweifle, dass der Kern unendlich klein ist, denn in der Physik gilt, wo ein Körper ist, kann kein anderer sein. Ich würde mich auf winzig klein einlassen, aber nicht auf unendlich. Okay, Atzefatze, das zwei Sachen dazu. Mit dem Kern meinst du die Singularität im schwarzen Loch und da leiten sich jetzt zwei Sachen daraus ab. Erstens, du bringst so ein klassisches, gesundes Verständnis von Physik mit, das kennen wir, ne? Wo eine Sache ist, kann keine andere sein. Wenn ich mir jetzt aber mal... Ich versuch's mal zu erklären. Meinen Körper vorstellen, oder Christophs Körper, dann besteht Christophs Körper zu nahezu 100%. Nahezu 100% aus Muskeln. Und diese Muskeln im Christophs Körper bestehen zu nahezu 100% aus Vakuum. Nicht aus Luft, aus Vakuum. Schaut euch mal das Video zu den Neutronensternen an, da haben wir das nochmal gezeigt, was eigentlich ein Atom, wie das eigentlich aufgebaut ist. Wir haben den Atomkern, der ist winzig, und dann haben wir eine ganz, ganz große Menge Nichts oder vielmehr ein großes Vakuum drumherum, in dem sich dann die Elektronen bewegen. Und dieses klassische Verständnis von Physik geht immer davon aus, ja, wir haben zwei Körper und die können ja nicht ineinander. Das stimmt, aber dafür ist letzten Endes nur die elektromagnetische Kraft verantwortlich, dass jetzt meine Finger nicht durcheinander durchgreifen können, obwohl das ziemlich cool wäre, wenn ich es könnte. Aber das ist der einzige Grund. Im Grunde genommen trifft dieser Tisch ein nahezu vollständiges Vakuum auf das Vakuum Hand und müsste eigentlich durcheinander durchgehen. In der Singularität, Achtung, Singularität eines schwarzen Lochs, gelten unsere normalen physischen Gesetze nicht mehr. Es gibt hier zum Beispiel ein Prinzip, das wurde vom Physiker Pauli aufgestellt, das heißt das Pauli-Exklusionsprinzip, und nachdem, es ist quantenmechanisch begründet, kommen wir zu solchen Kräften wie etwa dem Entartungsdruck der Elektronen und dem Entartungsdruck der Neutronen. Aber der kann versagen. Und wenn dieser Entartungsdruck der Neutronen versagt, dann war's das. Jetzt bricht eben alles zusammen. Und wenn es keine Kraft mehr gibt, die das auffällt, dann bricht das nahezu konsequent
in einen unendlich kleinen Punkt, also einen Punkt ohne Ausdehnung zusammen. Das gilt übrigens nur für nicht rotierende schwarze Löcher ohne elektrische Ladung, also sogenannte Schwarzschild, schwarze Löcher, ist aber durchaus ganz ähnlich in anderen Typen. Und in dem Moment sprechen wir von einer Singularität, weil die Gesetze der Physik hier nicht mehr greifen. Und deswegen unendlich kleinen Punkt. Das ist aber anerkannt als Theorie grundsätzlich. Wir wissen nur nicht, wie die sich verhält, weil eben Singularität. Gut, das war darüber mal gesprochen. Ne? Auf jeden Fall. Hm. Dunster Team Stop fragt, oh mein Gott, was hat Lichtgeschwindigkeit und Zeitverlauf miteinander zu tun? Ergibt keinen Sinn. Doch, eine ganze Menge, nämlich alles. Das erkläre ich jetzt auf keinen Fall, denn dazu kommt jetzt ein Video. Wir brauchen an der Stelle, um den Zusammenhang zwischen Lichtgeschwindigkeit und Zeit zu verstehen, Albert Einsteins spezielle Relativitätstheorie. Und wenn ihr da aufmerksam zuschaut, wir versuchen das wirklich so darzustellen, dass es für jeden verständlich ist, dann erkennt man auch sehr schnell den Zusammenhang zwischen diesen Aspekten. Nur ein Hinweis dazu, die Lichtgeschwindigkeit heißt nur Lichtgeschwindigkeit, weil Licht sich mit dieser Geschwindigkeit eben ausbreitet. Es ist aber im Endeffekt die maximale Ausbreitungsgeschwindigkeit für Signale. Und das schon mal als kleiner Hinweis darauf. Aber die haben richtig viel miteinander zu tun. Space Frog. Oder Nick, Space Frog schreibt, meinetwegen gerne noch ein Video zum Thema schwarze Löcher. Es ist so extrem schwierig, sich das vorzustellen, wie es sich mit der Zeit verhält. Ihr sprach da von der Sichtweise von außerhalb. Wie wir den Tom sehen, wie er das schwarze Loch, wie er im schwarzen Loch spaghettisiert wird. Und wie Tom das theoretisch sehen würde. Wobei er es bis zum Event Horizon wohl kaum Leben schaffen würde. Stimmt. Wie soll man sich das vorstellen, könnte das aus der Sichtweise Toms die gesamte Zukunft vor seinen Augen abläuft? Ich glaube, unser Gehirn ist dafür einfach nicht geschaffen. Hat er wohl recht. Nee, hat er nicht, weil wir können das mal wirklich einfach erklären. Okay, nicht so einfach, aber man kann es erklären. Unser Problem ist das Wort Zeit. Wir stellen uns Zeit als so eine Art universales Medium vor. Das tickt so vor sich hin und in dem passiert jetzt alles. Und das ist vielleicht die Vorstellung, von der wir uns verabschieden müssen. Denn dann wird es für uns sehr schwierig zu sagen, ja, die Zeit für mich, die vergeht jetzt auf eine bestimmte Weise, aber die Zeit für einen anderen vergeht anders, dann wird es skurril. Und das ist das, wo das Hirn dann das Problem hat. Jetzt machen wir eine einfache Antwort darauf und sagen, es gibt gar keine Zeit. Wird das jetzt einfacher? Ich weiß es nicht. Zeit ist eine Illusion. Das, was hier auf der Uhr tickt, das ist nichts anderes, ich weiß gar nicht, das ist jetzt ein Quarz. Auf jeden Fall wird immer nur etwas gemessen. Es wird etwas gemessen, etwas, was regelmäßig passiert. Das kann eine Pendelbewegung sein, das kann das Schwingen eines Quarzkristalles sein, das kann bestimmte Zerfallsprozesse in Atomuhren sein und so weiter. Und diese Prozesse, die wir messen, aus denen leiten wir ab, da passiert etwas regelmäßig, also kann ich jetzt sagen, es gibt eine Zeit. Aber im Universum brauchen wir das Konzept Zeit erstmal so gar nicht. Wir können einfach sagen, dass Prozesse abhängig von der Signalausbreitung zwischen den Komponenten des Prozesses unterschiedlich schnell ablaufen, weil die Signalübertragung schneller oder langsamer ist. Ja? Und genau das ist eigentlich der Punkt. Wenn wir uns vom Zeitkonzept verabschieden, dann können wir uns vorstellen, dass hier Signale mit einer bestimmten Geschwindigkeit ist jetzt der falsche Begriff, dass hier aber Signalübertragung auf eine bestimmte Weise funktioniert, aber unter bestimmten anderen Bedingungen, wie zum Beispiel Beschleunigung durch große Gravitation, eben dieses Konzept der Zeit, dass dort die Signalübertragung anders abläuft. Und genau das ist, was Einstein erkannt hat und das macht eigentlich seine Relativitätstheorien so revolutionär. Und wir machen dazu jetzt eine Reihe, spezielle Relativitätstheorie, da machen wir 3-4 Teile zu, dann machen wir ein paar mehr zur allgemeinen Relativitätstheorie, die ist deutlich komplexer zu verstehen und dann so als Abschluss sagen wir, machen wir ein Video zu, was ist Zeit und erklären, warum es keine gibt. Viel Spaß dabei. Gut, Thema Zeit, wir sind jetzt schon wieder bei 9:36. Aber der letzte ist wichtig, weil der kommt auch vom Stefan. Emmersheim? Der fragt, ihr sagt, der Ereignis Horizont sei die schwarze Fläche. Das stimmt aber nicht ganz. Die schwarze Fläche ist ein gutes Stück größer. 3m bei einem einfachen schwarzen Loch, während der Ereignis Horizont Radius 2m in natürlichen Einheiten ist. Smiley. Smiley ist wichtig. Also erstmal danke an den Stefan, der kommentiert immer sehr intelligent. Und hier an der Stelle hat er mich auch erwischt. Er hat also vollkommen recht.
die das Schwarz, das wir wahrnehmen würden bei einem nicht akkretierenden, also einem schwarzen Loch, welches kein Material ansammelt, dieses ist nicht beschränkt auf die Größe des Ereignishorizonts, sondern tatsächlich genau in der Dimension größer, denn es gibt eine sogenannte Photonensphäre. Das erklären wir im zweiten Teil zum Schwarzen Loch, was das ist. Fakt ist aber, dass Licht, welches von der Rückseite des Schwarzen Loches zu uns kommen würde, die Photonensphäre nicht passieren kann, weil es immer automatisch dann durch die Krümmung der Raumzeit in Richtung des Ereignishorizonts gehen muss. Lediglich Lichtquellen innerhalb des Bereichs zwischen Photonensphäre und Ereignishorizont, Lichtquellen, hätten eine Möglichkeit, diese zu verlassen. Und deswegen hat er recht, die Ausdehnung dieser schwarzen Sphäre ist größer, als wir das benannt haben. Man hört immer viel vom Ereignishorizont, selten was zur Photonensphäre. Und deswegen werden wir vermutlich auf diese Photonensphäre auch nochmal eingehen. Schicker Effekt der Photonensphäre ist übrigens, Photonen können dort in einem regelmäßigen Orbit sein. Wenn ich also in der Lage wäre, in der Photonensphäre ebenfalls im Orbit zu sein, dann könnte ich vor mir die Rückseite meines Kopfes sehen. Das wäre, glaube ich, ziemlich spannend. Und legt es in meinen Kommentaren ein. Sehr seltsam, ja. So, das war's für heute. Genau. In diesem Sinne. 42.